Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Boom Beach. Heute gibt es wieder ein kleines Update vorzustellen. Und ja, da legen wir auch gleich mal los hier. Ich sammle kurz das Zeug wieder ein, ne? Wie immer eigentlich. Und dann kann ich nochmal kurz tauchen gehen mit dem U-Boot. Und ja, die erste Neuerung, die auffällt, wenn man das Update installiert hat jetzt, man kann weiter rauszoomen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Vorher ging es ja irgendwie immer nur bis hier. Und dann musste man immer so ewig rumscrollen, hatte im Endeffekt keinen richtigen Überblick. Aber jetzt kannst du einfach hier ganz geschmeidig bis ganz nach außen zoomen. Und das finde ich eigentlich echt gut. Und ja, das ist auf jeden Fall mal eine sinnvolle Änderung. Früher ging das ja auch, dass wenn man die Karte, wenn man die noch nicht so weit aufgedeckt hatte, dass man dann noch die Ränder sehen konnte und irgendwann dann eben nicht mehr, wenn man zu viel quasi erforscht hatte. Und jetzt geht das aber wieder endlich. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Und naja, da gucken wir mal. Ich suche gerade noch nach Kisten, aber ich finde gerade keine. Na gut, dann gehe ich mal einfach tauchen hier unten am besten. Und ja, es gibt jetzt irgendwie einen neuen Helden, habe ich gesehen. Den gab es vorher noch nicht. Ich glaube, der kam auch mit dem Update. Aber wir gucken uns einfach mal den Changelog an. Und ich werde das so ein bisschen erklären. So, hier, Update im Ammosch. Genau, da steht's. Also, neuer Held, Dr. Kaven, der fröhliche Stammesheller, ist da. Er kann Kristall-Mini-Roboter und Eisschilde erzeugen, sowie zweite Chancen gewähren. Alles klar. Also, den habe ich jetzt auch schon mal ausgetestet. Und das ist ja dieser grüne Typ da und der ist eigentlich ganz gut. Also nicht schlecht, ne? Dass es da jetzt auch noch mehrere verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich habe den auch, glaube ich, schon auf Level 3 jetzt hochgestuft, weil am Anfang geht das ja immer ziemlich gut. Da kostet ja nicht so viel, also hier Gold und so muss er ja mal bezahlen. Und das geht am Anfang eigentlich immer gut, ne? Gut, als nächstes schwarze Gardebasis-Editor. Mit Hammermanns neuester Kreation kannst du Basen oder Basen für die schwarze Garde, genau, bauen und sie in Echtzeit fest testen. Oh Mann, ey, ich kann nicht lesen, ne? Ist richtig schlimm. Ja, also schwarze Garde, Basis-Editor, mal sehen, also das ist eigentlich, habe ich das noch nie ausgetestet. Also schwarze Garde höre ich immer und sieht man immer überall und keine Ahnung, aber ich weiß absolut nicht, was das ist irgendwie. Und das ist irgendwie echt komisch. Das müsste ich auch mal austesten. Ja, aber nicht jetzt. Keine Ahnung. Muss ich mal irgendwann mich informieren, wenn ich Zeit habe oder so. Oder ihr wisst es zufällig, dann schreibt's mal rein und so. Und ja, Stämme. Ab Hauptquartier Level 20 kannst du in Stammessektoren unterstützen und dir dadurch neue Boni sichern. Okay, und nicht in Stammessektoren, wie ich wieder gelesen habe, sondern nur Stammessektoren. Und ja, was sind Stämme genau? Das weiß ich nicht genau. Clans sind nicht gemeint. Das sind ja Einsatzkommandos hier. Und ich weiß nicht, was hier als Stämme bezeichnet wird. Ja, geil. Jetzt habe ich schon wieder die Verbindung verloren. Ist ja wieder nice, ne? Ach, scheiße, ey. Moment mal. Ich muss mal meine mobilen Daten checken. Ah, ne, wenn ich jetzt runterscrolle, sieht man die WhatsApp-Nachricht. Scheiße, Alter. Ah, jetzt sind sie wieder an, die mobilen Daten. Zum Glück ging's von alleine. Ja, dann lade ich nochmal neu. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern, wenn's geht, ne? Also eigentlich hatte ich das so in Erinnerung, dass es dann nicht so lange dauert. Ja, stimmt natürlich nicht. Oder ne, die Animation wurde einfach nicht angezeigt gerade. Von dem Ladebalken. Naja, dauert trotzdem ganz schön lange. Oh Mann, ey, das ist so dumm, ja? Ich mache vor allem nichts und werde rausgeschmissen. Man hat doch das Spiel installiert. Warum wird man dann rausgeschmissen sofort? Ja? Da kann man doch mal irgendwie drinne bleiben noch. Ah, ich will doch nur den Scheiß hier lesen. Dann muss ich doch nicht permanent online sein, um das weiterzulesen, ey. So, unendliche Reserven. Dieses monatliche Abonnement ermöglicht es dir, Truppen ohne Wartezeiten auszubilden. Okay. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das sind ja manchmal so Specials, die immer so in unregelmäßigen Abständen kommen. Aber da kommt ja dann nochmal eine Extrameldung. Und das ist wohl jetzt irgendwie als Abonnement oder so, keine Ahnung. Ja, und so musst du nur noch Gold für sie bezahlen. Ach so. Ja, gut. Ja, Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Brauche ich eigentlich nicht. Ist mir eigentlich egal. Dann haben sie noch ein bisschen Balance-Änderungen gemacht. Maschinengewehre haben jetzt einen kleinen toten Winkel. Okay. Ja, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, denke ich mal. Sergeant Brick, Angriffsschaden erhöht. Die Schadensverringerung von Eiserner Wille wächst nun korrekt mit dem Level. Okay. Ja, dann Captain Everspark, Angriffsschaden erhöht. Sprengladungen verursachen nun mehr Schaden und haben Flächenwirkung. Okay, Captain Everspark, wer ist denn das nochmal? Ich weiß halt die ganzen Namen nicht so wirklich hier.
Das ist halt so ein bisschen komisch immer. Okay. Was ist das ja eigentlich? Entwickler-News? Ach so, da kannst du nur ein Video angucken. Okay. Ja, dann noch weitere Änderungen. Offiziere können nun Nachrichten im Chat des Einsatzkommandos ausblenden. Ach so. Und Notrufsignale für nicht freigeschaltete Helden hinzugefügt. Und natürlich noch Fehlerbehebungen. Belohnungsmenü der Änderungen. Bla bla. Keine Ahnung. Könnt ihr ja selber lesen. Und ja, das ist erstmal so im Groben alles, was dazugekommen ist. Und ich würde sagen, ich belasse es jetzt auch einfach mal dabei. Denn ich möchte die Folge jetzt irgendwie nicht unnötig noch strecken. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie noch ewig kämpfen und so. Ich beende das jetzt einfach und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es ist ganz interessant, wenn ich hier mal so das Update vorstelle und vorlese und ja, so ein bisschen was dazu erzähle. Gut, ich hatte jetzt auch nicht so viel, aber ist ja egal, ne? Ich finde es aber eigentlich ganz cool, wenn so ein Update kommt und das zeigt auf jeden Fall, dass hier noch aktiv dabei sind, die Entwickler, und hier immer neuen Content liefern. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, und mal sehen, was im nächsten Update so kommt. Dieses Mal war es wieder etwas größer, aber sowas richtig krasses wie letztes Mal hier mit dem Händler und so weiter, das kam jetzt nicht mehr. Aber das wird sich ja auch mal wieder geben, so große Features eben. Na gut, dann tschüss.